Die Special Olympics World Games, eine Veranstaltung mit Stimmung, Takt, Rhythmus und auch heute wieder mal mit gutem Wetter. Es sind ja die Weltspiele der Fröhlichkeit, aber selbst hier gibt es diesen mitunter sehr schmerzhaften Kontrast zwischen Gewinnen und Verlieren, gerade heute am Tag der Endspiele. Wie beim Futsal-Finale, die einen, die Portugiesen nämlich, die tanzen, die anderen, die Deutschen, sie trauern. Aber nun weiter im Takt und im Text. Auch beim Hockey gibt es das letzte Spiel des Turniers, das Endspiel, das Finale. Und diesmal dürfen sich die Deutschen freuen nach ihrem Sieg im Klassiker gegen die Niederlande. 7:1, das Endergebnis, wirklich ganz großartig, was sie zusammen geschafft haben. Um Taktgefühl und Spielrhythmus geht es unter anderem auch beim Beachvolleyball. Hier können die kenianischen Frauen ihren Finalsieg gegen Italien feiern. Sommer, Sonne, Strand und Gold dazu. Die richtige Musik und fertig ist die Beachparty mit den Volleyball- und Dancing Queens aus Kenia. So sieht das aus, wenn Begeisterung grenzenlos ist. Und wenn Begeisterung erstmal grenzenlos ist, dann gibt es auch nur Gewinner, so wie dieser Tage in Berlin. Im 100-Meter-Finale der Frauen verpasst Mariam Alhamidi aus dem Irak den Start. Als Letzte erreicht sie das Ziel, erntet dennoch den größten Applaus. Über 100 Meter Freistil glaubt der führende Muhannad Al-Mudara aus Saudi-Arabien zweimal das Ziel erreicht zu haben. Er wird Zweiter, dennoch sein Silber ist Gold wert. Aus dem Wasser geht's auf das Wasser. Heute geht es auch endlich beim Segeln auf dem Wannsee zur Sache. Na dann, Mast und Schottbruch. Alle Dämme brechen, als Indien beim Fußball Gold holt. Gegen St. Lucia erzielen sie das entscheidende Tor in der letzten Minute, gewinnen 2:1. Äußerst stimmungsvoll geht es auch beim Turnen zur Sache. Umso wehmütiger sind wir, dass die Special Olympics World Games morgen schon wieder Bye-bye sagen. Berlin lädt ein zu den Special Olympics World Games. Die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Infos unter berlin2023.org.